Kapitel 16, Abschnitt 4. Der Lohn des Lehrens. Euer Lehren ist gründlich gewesen, doch habt ihr vielleicht noch nicht gelernt, wie ihr den Trost eures Lehrens akzeptieren könnt. Wenn ihr nur bedenkt, was ihr gelehrt habt und wie fremd es dem ist, was ihr zu wissen glaubtet, werdet ihr gezwungen sein, einzusehen, dass euer Lehrer von jenseits eures Denksystems gekommen ist. Deshalb konnte er es gerecht betrachten und wahrnehmen, dass es unwahr ist. Er muss das von der Basis eines sehr andersartigen Denksystems hergetan haben, und zwar eines, das mit eurem nichts gemein hat. Denn sicher haben das, was er gelehrt hat und was ihr durch ihn gelehrt habt, mit dem, was ihr vor seinem Kommen lehrtet, nichts gemein. Und die Folgen waren, Frieden dorthin zu bringen, wo Schmerz war, und das Leiden verschwand, um durch Freude ersetzt zu werden. Ihr habt Freiheit gelehrt, aber ihr habt nicht gelernt, wie ihr frei sein könnt. Wir sagten einmal, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen und werden sie sich selbst erkennen. Denn es steht fest, dass ihr euch selbst so beurteilt, wie ihr lehrt. Die Lehre des Ego zeitigt unmittelbare Folgen, weil seine Entscheidungen unverzüglich als eure Wahl angenommen werden. Und dieses Annehmen bedeutet, dass ihr gewillt seid, euch selbst dementsprechend zu beurteilen. Ursache und Wirkung sind im Denksystem des Ego ganz deutlich, weil euer ganzes Lernen darauf ausgerichtet war, die Beziehung zwischen ihnen nachzuweisen. Und würdet ihr etwa keinen Glauben an das haben, was ihr euch selbst so eifrig zu glauben beigebracht habt? Bedenkt aber, wie viel Sorgfalt ihr aufgewandt habt, um die Zeugen dafür auszuwählen und diejenigen zu meiden, die für die Sache der Wahrheit und ihre Wirkungen eingetreten sind. Zeigt euch die Tatsache, dass ihr nicht gelernt habt, was ihr lehrtet, denn nicht, dass ihr die Sohnschaft nicht als eins wahrnehmt? Und zeigt sie euch nicht auch, dass ihr euch selber nicht als eins betrachtet? Es ist nämlich unmöglich, ohne die geringste Überzeugung mit Erfolg zu lehren, und ebenso unmöglich, dass die Überzeugung außerhalb von euch liegt. Ihr hättet niemals Freiheit lehren können, wenn ihr nicht an sie geglaubt hättet. Auch muss es so sein, dass das, was ihr gelehrt habt, von euch selber kam. Doch dieses Selbst erkennt ihr eindeutig nicht und ihr nehmt es auch nicht wahr, obwohl es funktioniert. Was funktioniert, das muss da sein. Nur wenn ihr verleugnet, was es bewirkt hat, könnt ihr überhaupt seine Gegenwart verleugnen. Dies ist ein Kurs darüber, wie ihr euch selbst erkennt. Ihr habt gelehrt, was ihr seid, aber habt euch von dem, was ihr seid, nicht lehren lassen. Ihr habt große Sorgfalt darauf verwandt, das Offensichtliche zu meiden und die wirkliche Ursache-Wirkung-Beziehung nicht zu sehen, die völlig augenfällig ist. Doch in euch ist alles, was ihr gelehrt habt. Was kann es also sein, dass dieses nicht gelernt hat? Es muss der Teil sein, der wirklich außerhalb von euch ist, nicht durch eure eigene Projektion, sondern in Wahrheit. Und eben dieser Teil, den ihr hereingenommen habt, der seid nicht ihr. Was ihr in euren Geist annehmt, verändert ihn nicht wirklich. Illusionen sind nur der Glaube an etwas, was nicht da ist. Und der scheinbare Widerspruch zwischen Wahrheit und Illusion lässt sich nur dadurch lösen, dass ihr euch von der Illusion trennt und nicht von der Wahrheit.
Euer Lehren hat das schon getan, denn der Heilige Geist ist Teil von euch. Von Gott erschaffen hat er weder Gott noch seine Schöpfung verlassen. Er ist sowohl Gott als auch ihr, so wie ihr Gott und er zusammen seid. Denn Gottes Antwort auf die Trennung hat euch mehr hinzugefügt, als ihr versucht habt, wegzunehmen. Er hat eure Schöpfungen und euch gemeinsam beschützt, indem er das als eins mit euch bewahrte, was ihr ausschließen wolltet. Sie werden an die Stelle dessen treten, was ihr hereingenommen habt, um sie zu ersetzen. Sie sind sehr wirklich als Teil jenes Selbst, das ihr nicht erkennt. Sie kommunizieren durch den Heiligen Geist mit euch, und ihre Macht und ihre Dankbarkeit dafür, dass ihr sie erschaffen habt, bieten sie euch, der ihr ihre Wohnstatt seid, freudig für die Unterweisung eurer selbst an. Ihr, der ihr Gottes Gastgeber seid, seid auch der ihre. Denn nichts Wirkliches hat je den Geist seines Schöpfers verlassen. Und was nicht wirklich ist, war niemals da. Ihr seid nicht zwei Selbst, die miteinander in Konflikt sind. Was ist jenseits von Gott? Wenn ihr, der ihr ihn haltet und die er hält, das Universum seid, muss alles andere draußen sein, wo nichts ist. Das habt ihr gelehrt, und von weit her im Universum, aber nicht jenseits von euch, sind die Zeugen für das, was ihr gelehrt habt, zusammengekommen, um euch beim Lernen zu helfen. Seine Dankbarkeit hat sich mit eurer und derjenigen Gottes verbunden, um euren Glauben an das zu stärken, was ihr gelehrt habt. Denn was ihr lehrtet, ist wahr. Alleine steht ihr außerhalb von dem, was ihr gelehrt habt, und seid davon getrennt. Aber mit ihnen müsst ihr lernen, dass ihr nur euch selbst gelehrt habt und von der Überzeugung lerntet, die ihr mit ihnen teiltet. In diesem Jahr werdet ihr beginnen zu lernen und euer Lernen mit eurem Lehren in Übereinstimmung zu bringen. Dafür habt ihr euch durch eure Bereitwilligkeit zu lehren selbst entschieden. Obwohl ihr deswegen zu leiden scheint, wird die Freude des Lehrens euch noch zuteil werden. Denn die Freude des Lehrens liegt im Schüler, der sie dem Lehrer dankbar schenkt und sie mit ihm teilt. Beim Lernen wird die Dankbarkeit eurem Selbst gegenüber, das euch lehrt, was es ist, wachsen und euch helfen, es zu ehren. Und ihr werdet seine Macht und Stärke und Reinheit lernen und es lieben wie sein Vater. Sein Reich hat keine Grenzen und kein Ende, und es gibt nichts in ihm, das nicht vollkommen ist und ewig. All das seid ihr, und nichts außerhalb davon seid ihr. Eurem Allerheiligsten Selbst gebührt aller Lobpreis dafür, was ihr seid, und dafür, was er ist, der euch schuf, wie ihr seid. Früher oder später muss jeder den Graben überbrücken, von dem er sich einbildet, dass er zwischen seinen Selbsten existiere. Jeder baut diese Brücke, die ihn über den Graben trägt, sobald er willens ist, ein wenig Mühe für die Überbrückung aufzuwenden. Seine kleinen Bemühungen werden kraftvoll durch des Himmels Stärke ergänzt und durch den vereinten Willen all derer, die den Himmel zu dem machen, was er ist, da sie darin verbunden sind. So wird der, der hinübergehen möchte, buchstäblich dorthin befördert. Eure Brücke ist stärker gebaut, als du denkst, und dein Fuß steht fest darauf. Habe keine Angst, dass die Anziehungskraft derer, die auf der anderen Seite stehen,
und deiner Harren dich nicht sicher hinüberziehen wird. Denn du wirst dorthin kommen, wo ihr sein möchtet und wo euch euer Selbst erwartet.